Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, vor uns befindet sich das Gasthaus Seewiese. Ich bin von dieser Richtung gekommen, der letzte Anstieg war ziemlich steil. Und in dieser Richtung geht es dann Höllensteinhaus oder Höllensteinhütte, Norweger Wiese. Und ja, das sind jetzt einmal 3-4 Kilometer nur geradeaus, aber sehr, sehr angenehm zu fahren. Hier haben wir eine riesengroße, schöne Ebene, ideal für Kinder zum Fußballspielen. Es ist nur ganz leicht abschüssig hier. Ich muss halt wieder ausblenden, weil hier sind relativ viele Leute. Mein Fahrrad muss ich auch im Auge behalten. Ihr wisst, das ist mein Rückfahrticket. Und ich gehe noch mal schnell zu dem Plan vor. Und dann fahren wir weiter, weil hier auf der Geraden traue ich mich auf jeden Fall wieder einhändig zu fahren. So, hier ist ein Orientierungsplan, Naturpark Föhrnberge, eigener Standpunkt, Standort ist immer sehr spannend, Gieshübel, Rotes Bründel, Seewiese, das heißt, wir müssen hier sein. Und es geht dann zur, ja, bestenfalls Norweger Wiese, weil ich schau mal, vielleicht gehe ich rauf zu Höllenstein Hütte, schauen wir mal. Gut, das war's. Mein Rad steht noch da. Da vorne liegt es. Und wir machen uns gleich wieder auf die Pfoten. Ende.